Wusstet ihr, dass diese Insel komplett Neues und aufgetaucht ist? Mit dem ersten Teil von dem Sommer-Update hat Epic Games tatsächlich diese Insel hier in das Spiel reingebracht. Und das ist nur eines der Kleinigkeiten und Änderungen, die Fortnite jetzt mit dem Update reingebracht haben und euch nicht verraten haben. Es gibt auf jeden Fall so einige Secrets und Kleinigkeiten an Map-Änderungen quer über die Karte. Es ist einfach eine Insel aufgetaucht, Leute. Einfach nix. Hier unten südwestlich, wo ich jetzt hier bin, ist anscheinend diese Insel aufgetaucht und komplett neu. Wir sehen hier ein Boot, erinnert mich so ein bisschen an Chapter 3. Ein bisschen an Chapter 3, wo das Boot so ein bisschen angedockt ist. Aber diese Insel, Leute, hat ein Secret. Und ich rieche jetzt schon die TikTok-Clips, wo die Leute sagen, mit diesem Secret könnt ihr Travis Scott beschwören oder was. Aber auch bei dieser kleinen Insel hier, an der Nordseite, genau an dem Punkt, finden wir eine Muschel. Das hatten wir schon seit Chapter 2, Season 3 nicht mehr, dass wir in Muscheln blasen könnten. Tja, wir haben eine Muschel, in die wir reinblasen können. Aber ansonsten haben die wohl richtig Bock gehabt, einfach diese Insel in das Spiel reinzubringen. Ist bestimmt wichtig. Aber wisst ihr, was auch wichtig ist? Dass ihr wisst, dass mein Name ist Dennis und ich bin der offizielle Sponsor dieses Kanals und euer heutiger Gastgeber und Moderator für das heutige Video. Es ist immer noch schweinewarm, also esst einen Schluck Cola oder was auch immer und lehnt euch zurück, genießt das Video. Ein Abo-Button, wenn euch das Video irgendwo empfohlen wurde und natürlich ihr immer wieder auf den neuesten Stand sein wollt, Leute. Und vor allen Dingen kommen immer noch ganz gute Sachen rein. Das nächste Sommer-Update ist ja schon direkt nächste Woche dran. Ne? Schon direkt nächste Woche dran, dann kommt das große Sommer-Update. Mit den ganzen Sommer-Skins und Sommer-Event, Free-Items und. Die nächste Änderung ist auf der westlichen Seite von Shattered Slabs. Und zwar an dieser Stelle gibt es tatsächlich eine neue Fischerhütte. Und die ist voll bis oben hin. Fischstäbchen, Schlachtenstäbchen. Nach dem Trailer hat jetzt auch ein Zuhause gefunden. Rede schon, Sardelle. Ich glaube, der NPC ist auch komplett neu. Hier gibt es auch so ein bisschen Radio-Equipment, also ne, Fischstäbchen hier ist auf voll Krawall ausgelegt. Hier gestackt, ne, gepreppt und was auch immer. Hier haben wir noch einen Bootsteg mit Militärausrüstung. Hier haben wir nochmal eine Kiste. Und zwar haben wir die Shop-Aktualisierung, ne, mitten am Tag haben wir die Shop-Aktualisierung mit Nike. Wenn dieses Video rauskommt, ist es ja gestern passiert wahrscheinlich. Die kommt gerade herein, 1 Minute 30 noch. Genauso YouTube als auch Twitch oder Livestream könnt ihr gerne. Würde es mich freuen, wenn ihr den Creator-Code erneuert. Falls ihr noch Fix-Zuschauer seid, wenn die gerade hier reingekommen sind, denkt dran, auch seinen Creator-Code einzutragen. Ne? Einfach Fix oder Dave Knight oder was auch immer. Denkt dran, einfach reinzutragen, wenn ihr jetzt euch irgendwie den 4-Euro-Skin Starter-Paket holt oder vielleicht jetzt die neuen Nike-Skins. Da ist der Item-Shop mit den neuen Nike-Sachen. Wir haben zwei Packages. Einmal die Skins Airfodia, ne? Hat nichts mit Travis Scott zu tun. Keine Ahnung, wie die Leute da jetzt mit Travis Scott reinkamen. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Es ist eine Mix aus Schuhen, Basketball, Trinkpäckchen, Hut, noch mehr Schuhe auf der linken Seite, Schuhe am Arm, Schuhe am Bein, Schuhe am Knie. Weibliche Skin geht, glaube ich, noch klar. Der weibliche Skin geht noch klar, aber ich würde mal sagen, irgendein Künstler. Reaktiv, okay, das Skin ist reaktiv. Verstehe, verstehe. Dann haben wir die Nike Spitzhacke. Die ist, denke ich mal, ganz passabel. Ne? Da haben wir ein paar Schuhe und eine Schuhkiste. Dann haben wir zwei doppelhändige Nike Schuhe auf einem Stock. Wir haben Nike Schuhe als Gleiter. Die sind eigentlich chillig. Die sind wirklich chillig. Das ist irgendwie lustig. Dann haben wir eine Mode mit, wo man die Nike Schuhe putzt. Wunderbar. Interessantes Set. Ist mal was anderes. Mein Geschmack trifft tatsächlich nicht. Ich finde die Frau interessant. Schade, dass die Frau nicht auch einen cleanen Stil hat. Ne? Die sieht ein bisschen aus wie Kleber. Passend zu dem Skin haben wir aber auch noch eine Creative 2.0 Map von Epic Labs sogar erstellt. Also könnte was richtig Großes werden. Da gibt es auch ein Gratis-Item, was ihr bekommt, was aktuell auch nicht im Spiel irgendwie aufgezeigt wird oder so. Vielleicht kommt es irgendwann mal in die News rein. So, der Map-Code dafür ist in der Videobeschreibung. Render Trailer.
werden die Schuhe geklaut von Aerie. Da werden die Schuhe geklaut von Aerie und sind jetzt in der Air Max City. Okay. Airphoria. Was ist das? Nike-Zug? Okay. Wir sind drin, Leute. Die erste Creative 2.0 Map, die von einem großen Studio wie Epic Games und Nike gebaut wurde. Deswegen haben wir jetzt eigene Animationen, Cutscenes. Wir haben sogar eigene NPCs. Und die Schuhe. Ich habe den Air Max 97 Artefakt. Nutz dein Air Max Artefakt, um die Luftkanister mit Energie zu versorgen. Welche Luftkanister? Okay, irgendwelche Luftkanister, ne? Und hier merkt man alleine schon, dass nicht nur Creative 2.0 für jetzt uns User irgendwie interessant ist, sondern dass auch wirklich Firmen nutzen können, um solche einzigartige Erfahrungen zu machen. Auch wenn das jetzt natürlich alles Placement ist, mehr oder weniger, ne? Fülle Luftkanister. Ah. Okay, wir sind angekommen. Hier sieht sogar richtig geil aus mit der Beleuchtung und so. Alter, das ist cool. Viel, viel besser als die ganzen Creative 1.0 Kooperationsmap, ne? Okay. Da sind die Drohnen und die sind auf der Suche nach den Schuhen. Hier wird gedanced. Wird resettet. Das ist voll cool gemacht. Ich glaube, das ist mit Abstand wahrscheinlich aktuell eines der besten Creative 2.0 Maps. Logischerweise, ne? Allein was die Effekte angeht, die Custom Assets, die benutzt werden, ne? Nicht alles. Ich meine, das ist hier nicht, das ist typisch Fortnite, auch die Autos. Aber es gibt eine Menge Custom Sachen. Ah, ich wurde gescannt. Da ist Swoosh. Also, aktiviere die Schalter, um die geheime Clubtür zu öffnen. Yeah, yeah, yeah. Guck, ihr habt mich schon perfekt eingefunden. Okay. Muss Schalter finden, verstehe. Emote. Okay. Der sagt uns so ein bisschen, was wir machen müssen. Erinnert mich ein bisschen vom Style her an Stray, oder? Bin ich der Einzige? Kiwi, danke schön für die Rose. Mika, danke schön auch für die Rose. Okay. Lüftung öffnen. Da ist der zweite Schuh. Pulsartefakt eingesammelt. Okay. Wir haben unseren zweiten Schuh. Wir sind raus aus der Unterstadt, Leute. Wir sind raus aus der Unterstadt und gehen jetzt in die andere City. Das gibt mir wieder so richtig Hoffnung darauf, dass wir mal wirklich abwechslungsreiche Creative Maps kriegen. Die richtig mit Details, mit einer Story sind, ne? Auch wenn das jetzt ja, ich meine, wir sind in einer Schuhstadt und suchen Schuhe. Aufgabe machst du, die Nike-Aufgabe. Den Air Max OG Big Bubble. Gibt es hier Schuhfans und sagen sich jetzt, boah, geil, der Air Max OG Bubble. Damit hat alles angefangen mit den Schuhen. Das ist der Air Max 1986 OG Big Bubble Schuh, den ich gerade eingesammelt habe. Und damit kann ich den Luftkanister füllen. Jetzt ab in den Himmel. Ab in den Himmel, Leute. Das ist das Schuhparadies. Ey, es ist schon fast ein kleines Musiklevel-Event, oder? Das erinnert mich gerade mega an Ariana Grande, oder? Das ist... Fühlt sich gerade an wie ein Musikläufer-Wind. Ey, spielen die gerade mit meinem Schuh Basketball? Ha! Oh, da ist die Schuhdrohne sau traurig. Die haben nichts mehr zum Spielen. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Air Max Scorpion Artefakt eingesammelt. Und wir füllen den Luftkanister. Und so holen uns jetzt den OG-Schuh. Den Big Bubble. Die Artefakte wurden zurückgebracht. Die fünf heiligen Schuhe, Leute. Sneaker Drop hat bekommen. Ach. Ich mag's. Ich enjoy das. Und da ist der Sneaker Drop, Leute. Ist das ein neuer Sneaker von Nike?
den die gerade hier ein bisschen promoten. Goddamn. Beginnt am 28. Juni. Ey, das ist einfach nur eine riesen Promo für neue Nike-Schuhe. So, und wenn ihr diese Map jetzt gespielt habt, der ultimative Sneaker-Drop ist nicht nur, dass Nike neuen Schuh anscheinend rausbringt, sondern dann kriegen wir auch den Backbling. Dann kriegen wir wahrscheinlich den neuen Sneaker als Schuh hinten dran und so weiter. Ist der 28. nicht auch nach dem... Ja, das ist nach dem nächsten Update. Also erst im nächsten Update, bei dem zweiten Teil von diesem Sommer-Update, kommt dann auch das Ding rein, also das nächste Update im Auge halten. Aber ich habe noch ein paar Secrets für euch. Nächste Map-Änderungen, die jetzt reingebracht wurden, die auch ein bisschen mehr mit der Story zusammenhängen, ist tatsächlich jetzt bei Trace. Rechts neben der Zero Points oder Rumble Runes wurde hier auch... Ey! Ich wollte den gerade... Guck bloß die Säule an, ey, bis ich mit dir fertig bin. Ihr seht es, hier wurde eine Menge Equipment aufgebaut, die Trace hoffentlich nicht komplett auseinanderbaut, ne? Weil das steht hier schon alles aus meinem guten Grund, damit wir hier diesen Apparat und die Story dahinter analysieren, du Keckel. Naja, wie auch immer. Viel Equipment, ne? Wir haben hier auch ein paar der Trümmerteile, die jetzt hier zusammengekratzt wurden. Ne, für das Teleskop, wir haben jetzt ein paar Gerätschaften, da hinten hatten wir ein paar Laptops, hier haben wir auch nochmal irgendeine Halterung und das ist eigentlich quer durch komplett das Lager. Wir haben hier zum Beispiel ein paar Bagger, die dazugekommen sind. Erinnert mich, gibt mir tatsächlich echt ein bisschen so Chapter 1, Chapter 2 Vibes, wo so ganz, ganz kleine Map-Änderungen, die die Geschichte der Insel so ein bisschen erzählt haben, ne? Und ihr seht es, der Bagger schiebt jetzt hier diese Säule weg, damit man hier ein bisschen Platz hat. Hier wurden ein paar Zelte aufgebaut wieder, ne, von den Erleuchteten, von Mystica. Tankwagen ist da und so weiter und so fort. Und hier auch nochmal ein paar Zelte mit Whiteboard. Nichts jetzt super krasses, was irgendwie wichtig ist, aber diese ganzen Änderungen erzählen halt, dass hier was passiert ist. Hier wirklich gerade Forschungsarbeiten sind und diese ganzen Relikte und Ruinen untersucht werden. Sind aber nicht die einzigen Sachen, da gibt es noch ein paar andere. So, vollständigkeitshalber nehmen wir mal die Map-Änderung an Rumble Runes rein, ne? Und zwar ist dort Optimus Prime empfängt eine Nachricht. Hier gibt es auch einen Kristall und so weiter, die storyrelevant sind. Dazu wird es ein eigenes Video geben. Ne, deswegen auch nicht verpassen. Werde ich euch dann entsprechend auf dem Kanal verlinken. Ich denke mal, die nächsten Tage sind sowieso krass. Wir werden komplett die ganze Woche jetzt Final Fantasy 16 durchzocken und suchten. Ihr seid alle herzlich eingeladen, Leute. Ist es für mich wahrscheinlich das beste Game dieses Jahres. Von meinen Erwartungen her und so weiter. Und ich habe da mega, mega Bock drauf. Und bald ist es soweit. Hier habt ihr den Streamplan. Könnt ihr euch mal aufschreiben. Und sollte euch Final Fantasy 16 nicht interessieren, weil ihr sagt, hey, ich kenne die anderen 15 Teile nicht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Gerne auf der rechten Seite findet ihr noch viele weitere Games, die in diesem Jahr rauskommen. Also das Gaming-Jahr ist auf jeden Fall bombastisch. Da freue ich mich drauf. Aber auch weitere Änderungen tatsächlich hier in Rumble Runes. Direkt vor der Optimus Prime-Tafel gibt es hier auch wieder ein weiteres Zeltlager. Hier wurden auch die Erleuchteten, haben sich jetzt wieder aufgestellt und ein paar Zelte aufgebaut, quasi als Untersuchung zu den Ruinen. Also, die Expedition und die Forschung hier sind voll im Gange. Die Fortnite-Leute sind fuchsig. Nächste Änderung ist tatsächlich super, super mickrig, aber eigentlich dubios, warum und weshalb. Und zwar, es ist tatsächlich hier eine kleine Brücke aufgetaucht. Und ein Laster ist umgekippt, als er versucht hat, diese Brücke zu überqueren. Diese Brücke finden wir an diesem Wasserfall. Komplett irrelevant, hat überhaupt keinen Einfluss. Irgendwas ist... Wen juckt, ob da eine Brücke steht und ein Laster umgefallen ist? Tja, mich, Leute. Mich juckt sowas, weil ich liebe so kleine Details und einfach die Liebe zum Detail in diesem Spiel, was auch so die Map-Geschichte angeht. Und deswegen, ja, gab es hier einen Bagger, der hat eine kleine Brücke gebaut, damit der das hier rüberbringt. Behalten wir mal im Auge, ob das irgendwie in den nächsten Wochen mal mitzieht oder für immer so bleibt, wie es so manchmal ist. Nächste Änderung haben wir im Shop. Und nächste Änderung ist super wichtig, aber tatsächlich sind die Quests ein bisschen schmaler geworden von der Optik her. Die ganzen Boxen und so weiter sind alle ein bisschen kompakter und so weiter. Es ist ein bisschen gestauchter. Merkt man kaum wahrscheinlich. Ich wüsste jetzt, ich bräuchte ein Feuerbild, aber man merkt es auf jeden Fall, dass es kleiner geworden ist. Auch eines der Änderungen. Also ein paar schöne Secrets sind da zusammengekommen, ne? Mir gibt das irgendwie so ein bisschen OG-Vibe. So wie auf der alten Map immer so Kleinigkeiten, Details, die an der Karte geändert wurden und so die gesamte Geschichte erzählt haben, ne? Finde ich auf jeden Fall mega nice. Ich hoffe, ihr genauso. Checkt auf der rechten Seite noch natürlich das Hauptvideo aus, Leute, was alles mit dem Update reingekommen ist, mit den neuen Items, Bosse und was auch immer. Es wird euch freuen. Haut einen Like-Button rein, wenn ihr bis hierhin geguckt habt und gebt mir Flosse. Flop.